Wow. Starlocks, genau. M. In M. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut mal. Also, ihr habt gerade schon gesehen, eine neue Airline für uns. Für mich fliege heute alleine in Richtung Taipei, Taiwan. Gerade angekommen, die nagelneue Maschine von Starlux A350. Mit der fliege ich heute und sie ist das erste Mal hier in Bangkok im regulären Liniendienst. Normalerweise fliegt sie Langstrecke, aber die gibt es bei der Airline noch nicht. Kommt aber bald. Dann fliegt sie nach Los Angeles und in die USA, diese weiten Strecken. Aber aktuell fliegt sie Bangkok, Taipei. Super Preis, eine nagelneue Airline. Business Class fliege ich. Und nicht zu vergessen, es gibt auch eine First Class, aber nicht auf dieser Strecke aktuell. Ich bin gespannt, wie sie von innen aussehen wird. Und ich werde euch nach dem Intro ein bisschen mehr von dieser Airline erzählen und wie ich dazu gekommen bin. Leichtes Gepäck heute dabei, also sehr, sehr leicht. Dann geht es also ab für mich in Richtung Sicherheit, durch die Sicherheit. Ich kann auch den Fast Track benutzen, weil ich Business Class fliege und dann in die Lounge. Nein, ich nehme den anderen. Dominik würde jetzt einen lustigen Spruch bringen mit Gucci. Hello, who's Maria? Also, cooler Auftritt hier von Gucci und in ganz anderen Stores. Alles neu, hier im Transitbereich. Immer das Gleiche. An jedem Flughafen sehe ich sie. Da steht sie. Und der Slogan der Airline ist so in etwa, dieses Flugzeug oder generell Flugzeuge sind mehr als nur ein Transportmittel. Und das ist es auch wirklich. Und besonders dieses Flugzeug, ich liebe es. Krass, ich freue mich, mit der Erste zu sein, der im Liniendienst der A350 unterwegs ist. Und ich habe das Ticket kurzfristig noch gebucht, gestern übrigens, drei Tage vorher, weil ich herausfinden wollte, ob sie wirklich fliegt heute oder nicht. Oh, oh. Hello. Thank you very much. Welcome back. Oh, so. Wow. Das ist doch cool. Schaut euch das an. Ach, hier ist schon mein Platz. Starlux, nagelneu. Tolle Airline und das Ambiente, schaut es euch an, das ist doch irgendwie cool, oder? Also, wir haben 26 Business Class Sitze hier in einer 1x1 Konfiguration und das Beste daran ist, vier weitere Plätze vorne in der ersten Reihe, keine extra Wand dazwischen, aber das ist dann die First Class. Als wenn da jemand drin sitzen würde, aber sie wurde gar nicht verkauft. Aber das sieht doch irgendwie cool aus, oder? Und ja, guckt euch an, wie diese A350 aufgebaut ist. Also man sagt ja, man hat sich in Anspruch gesetzt, dass man das Flugzeug nicht als Flugzeug und als Transportmittel nehmen möchte, sondern es ist etwas anderes, modern und luxuriös, hochwertig und man will sich stetig weiterentwickeln. Und die First Class. Spannend, oder? Das sieht
so aus, als wäre man hier in einem kleinen eigenen Kokon. Denn man kann ebenfalls die Türen schließen, aber ich denke, sie werden gelockt sein. Dann hat man hier einen Platz für zwei Personen, eine riesengroße First Class. Ist cool. So, welcome drink, the orange with passion fruit. Take a seat. Okay. Yeah. Which is right next to you. This is the compartment with the headset and all the power supply. Uh-huh. So you can see the USB charger and the power outlet. And the top one is the headset outlet for you. Mm-hmm. And this is a remote control for your TV screen, and also it's a touch screen. This is the wireless charger. Oh yeah. But for takeoff and landing, you may not use it, because when you charge, you have to open this compartment. And this is the control that you can control your seat. This is how we call it zero G. Uh-huh. Ich habe also so eine Sitzposition, wo ich die Beine angewinkelt oben habe. Das ist ja das Wichtigste und das Tollste daran, eine verschließbare Tür. Oben und unten ist entsprechend offen, aber man hat das Gefühl, man ist so in einem kleinen Bereich für sich allein. So, and this is the electronic dimmable window. I believe maybe you see that before. And the code button is right here, but you have to hold it for 2 seconds. Yeah, it's cool. Yeah. I like it. Yeah. And my name is Dennis. Ja, und hier haben wir die Premium Economy. Nice. Schaut mal. Wow. Also eine 4-Klassen-Airline. First Class, Business Class, Premium Economy und die Economy ganz hinten. 36 Sitzplätze gibt es hier in diesem Bereich, 26 Business Class Sitze, 4 Sitzplätze in der First Class und viel, viel mehr dahinter. Ja, also 1, 2, 3, 4 Reihen in der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, stimmt ja gar nicht. Also 4 Reihen der Premium Economy in der Mitte und 5 jeweils an den Seiten. Da kommen wir auf 36 Sitzplätze hier in der Premium Economy Class. Gut, wollen wir nicht so weit aufhalten. Gehen wir wieder zurück in unsere Klasse. Ah, jetzt sitze ich endlich mal ein bisschen und kann entspannen. Mal sehen, bis der Nächste kommt und mich irgendetwas fragt hier. Also es wird sich extrem gut gekümmert. Klar, man achtet ja darauf, dass die Business-Class-Gäste hier bekommt sofort den Welcome Drink in Form eines Orangensaftes und ein feuchtes, kaltes Tuch. Das kann ich auch gut gebrauchen. Oh, und die Türen sind schon zu. For takeoff, we are serving the cod fish with pasta, grilled chicken thigh, potato, and the other one is beef, stir fried rice. And what was the departure? So, ich muss mich erstmal anschnallen. Und dann geht's schon los in Richtung Taipei. 3 Stunden Flugzeit ungefähr. Ich freue mich drauf. Ich sehe auch schon den Tower. Before starting your journey, because your safety is important to us.
Das Menü und die Getränkekarte. Dies könnt ihr wieder bei uns auf der Webseite finden. Ausführlich alle Seiten einzeln. Könnt ihr ganz gut durchlesen und gucken, was es gibt. Denn es ist ja etwas wie ein Buch. Jedes Getränk hat eine eigene Seite und manchmal sogar zwei. Dann gucken wir noch schnell in die Toilette rein. Es gibt zwei Stück im hinteren Bereich der Business Class. Und dann schauen wir mal. Und da wird es schon hell. Was ist der Ton da? Okay, irgendwie. Ach, hier ist eine leichte Musik in der Toilette. Eine Orchidee, Handcreme. Dann ist das hier ein Gesichtsspray, Tücher. Ja, und die Seife. Das war's schon. Mehr gibt's hier gar nicht zu zeigen. Es gibt noch einen kleinen einstellbaren Spiegel. Insgesamt ist es super hell hier in der Toilette und sie ist auch gar nicht klein. Ja, noch ein kleines Compartment, mal schauen. Da ist jetzt nichts weiter Unwichtiges drin. Wirklich Gedanken gemacht über, wie mache ich eine Airline, wie betreibe ich eine Airline und was kann ich tun, um meine Kunden zufriedenzustellen. Und ich hoffe oder ich denke, dass hinter dem ganzen Gedanken dieser Airline jemand steckt, der sich schon sehr lange mit dem Thema auskennt. Denn wer schafft es, gerade zu Beginn einer Pandemie so eine Airline auf die Beine zu stellen und auch noch erfolgreich? Sie sieht so gut aus, dass ich denke oder sagen würde, zu gut, um wahr zu sein. Schauen wir mal, was wirklich dabei rauskommt, jetzt im Anschluss, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige. Kaum ist man in der Luft, beginnt auch schon in der Service. Ah, das ist gut. Wow, mehr kann ich nicht sagen. Für einen 3-Stunden-Flug für eine neue Airline, Wahnsinn. Richtig hochwertiges Essen auf einem Tablett, aber kommt alles auf einmal. Die Getränke werden im Nachhinein dann serviert. Der Champagner, den kann man nicht einfach so bringen aus der Kette. Ja, es ist ein James Bond Edition, ist es? Ja, cool. Ja, die Kette. Ja, ihr guckt richtig. Guckt mal. Ich bin in der A350 und die Fenster sind abgedunkelt. Hier sind keine Shades, sondern tatsächlich ist es das erste Flugzeug, die erste A350 von Airbus, ausgeliefert mit automatisch, elektrisch, wie auch immer das funktioniert da drin, abdunkelnden Fenstern. Und so mache ich sie wieder hell. Ich freue mich wieder mit einer neuen Airline zu fliegen und auf dem Internetauftritt wird einem viel oder dem Kunden viel versprochen und gezeigt und wird es auch eingehalten an Bord. Ist denn das Erlebnis, nachdem ich ausgestiegen bin und das so eingetroffen, wie die Erwartung war? Ich denke schon, bis jetzt
wunderbar, super entspannt und die Crew ist sehr gut gebrieft, sehr gut geschult. Sie sind wahrscheinlich frisch aus der Schule rausgekommen, aber wirklich toll, dass es so eine Airline gibt und hoffentlich hält sie länger noch durch. Bitte, bitte. Zurzeit fliegt man also nur innerasiatische Strecken, immer von Taipei aus nach Bangkok, nach Manila, nach Hongkong, so alles, was so um Taipei herum ist. Man möchte aber mit der A350 wesentlich weiterkommen. In die USA, Los Angeles, San Francisco, aber sicherlich auch nach Europa. London ist geplant, also lange Strecken von Taipei aus. Also ich bin gespannt. Und dann gibt es entsprechend auch noch die Kurzstreckenflotte A321neo, ebenfalls mit mehreren Klassen, einer Business Class, fully flat bed, genauso wie hier. So luxuriös. Man kann davon ausgehen, dass man in jedem Flugzeug einen tollen Flug hat und ein tolles Flugerlebnis hat. Sehr lecker. Essen ist vorbei. Ich habe es sehr genossen und muss sagen, das Service sah richtig gut aus. Das Essen sah frisch aus. Genauso hat es geschmeckt. Und vorzüglich. Service war gut. Champagner. Und ich sah ausgezeichnet. Und das für einen Flug, der, den ich bezahlen habe, für ungefähr 500 Euro für eine Strecke in der Business Class One Way. Da kann man sagen, was man will, kann man sich drum streiten. Und wer möchte, aber das Erlebnis an Bord war definitiv der Zahlung von 500 Euro gerecht. Also der Gegenwert passt auf jeden Fall. Dann können wir weitermachen mit der kleinen Roomtour. Also ich habe noch ein kleines Panel, um den Sitz in eine Liegeposition zu bringen oder in den sogenannten Zero-G, also gravitationsfreien Sitz zu bringen. Das ist aber jetzt keine ganze, wo man dann plötzlich hier in der Luft schwebt, nein, sondern er hat eine bestimmte Position, wo man sich dann so fühlt, als wäre man in der Schwerelosigkeit. Jo, sag mal, wir werden sehen, gleich mal ausprobieren. Da kommen die Beine rein. Oh. Ihr seht, die sind angewinkelt. Und mein Kopf ist so. Also ich liege jetzt so. So. Auf jeden Fall sind die Polster sehr angenehm weich und bequem. Auf Langstrecke würde da nochmal so ein Duvet, eine Auflage drauf kommen. Probieren wir nochmal die richtige Liegeposition. Das wäre sie dann. An die 1,90 maximal, denn ich komme mit meinen Füßen da ganz schön ans Ende an und hier habe ich nicht mehr viel Platz. Und dazu muss ich sagen, dass die Füße relativ eingeengt da vorne sind. Da müsste man ein bisschen mehr Platz haben. Vielleicht ist noch was aufgefallen. Ich habe mir dann als zweites natürlich einen der schlechtesten Sitzplätze ausgesucht. Der ist gut. 2K mit tollem Blick nach draußen, aber er hier ist ein wenig blöd gewählt, weil ich genau in meinem Blickfeld die Wand habe zwischen den zwei Fenstern. Also 3K und 3A ist nicht unbedingt die beste Wahl. Anbietet. Die Roomtour ist damit abgeschlossen. Hello again, this is Captain Victor speaking. Our current location is about 170 kilometers southwest of the Taipei Airport, altitude 41,000 feet. In around 10 minutes, we'll commence descent, currently proceed, approach the landing, toward the nation Taipei.
portion to the final descent. Please return to your seat and make sure your seatbelt securely fastened. Thank you. So much. Was nice. Thank you. Thank you. Oh ja, yeah, das war's jetzt hier. Die Ader 50.